möchte beginnen mit der Assoziation von Jüngern und Schülern und Fehlen. Bei Eifer ja im ganzen Werk eine sehr starke Präsenz haben. Und der rote Faden ist hier natürlich ein besonderes Signal, als Symbol eigentlich in dieser roten Farbe. Rot als Farbe des Lebens, weil es ist die Farbe des Mutes, ist auch die Liebe, aber auch des Blutes im Kampf, im Krieg. Also schon eine Doppeldeutigkeit, mit der wir es immer zu tun haben im Werk von Eifer. Das ist auch die Rolle. Und ja, also diese Mutassoziation mit dem roten Faden, die kennt ihr natürlich alle. Sie ist etwas wie ein Grundmotiv oder ein Leitmotiv. Und im Niederländischen und Schwedischen habe ich herausgefunden, gibt es auch diesen roten Faden. Im Englischen heißt es, wie gesagt, also der Golden Thread. Goldenen Faden, das haben wir auch schon gearbeitet. Und ich möchte jetzt aber auch diese roten Linie nochmal zurückkommen. Also sie bezeichnen ja, sagst du, auch eine Grenze, der Mensch immer ein negatives Kanal eröffnet. Jetzt können, entschuldige, dass die rote Linie überschreiten heißt etwas tun oder eine Grenze überschreiten, wo es keine Umkehr mehr gibt. Das ist diese wirkliche Bedeutung. Ja. Wir reden im Punkt Klimawandel, aber wir sagen, wir können das nicht mehr aufhalten. Wir hoffen zwar immer noch, aber es sieht so aus, wie wenn das einfach das ist nicht mehr unklarbar. Genauso wie eine Kernschmelze in Fukushima, das gerade stattfindet, nicht mehr unklarbar ist. Das findet tagtäglich statt. Und wir wissen das, aber keiner redet darüber. Dennoch sagst du aber auch am Doktor im Text. Ich habe einen Traum. Ich wünsche mir, dass Menschen beginnen können, umzudenken. Und ich würde jetzt gerne das damit verbinden, dass du ja Skulpturen schaffst, die veränderlich sind und da immer auch Menschen, dein Publikum oder deine Besucherinnen dazu aufforderst, mitzumachen, es mitzugestalten. Das ist eine Art von Kunstwerk, das sich von dieser künstlerischen Position sehr weit entfernt. Beziehungsweise eine Antithese dazu ist und sagt, wir wollen, dass ihr alle mitmacht, wir wollen eure Beiträge, wir wollen Diskussionen, wir wollen Verbundenheit. Wie würdest du das beschreiben? Ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass wirklich diese, was mir ein Anliegen ist, ist die Partizipation und an der haptischen Möglichkeit, sich an den Sachen zu beteiligen, die ich mache, habe ich gemerkt, wie die Leute einfach auch wirklich begreifen, wortwörtlich begreifen, was ich meine und auch wirklich mitnehmen können, die Achtsamkeit auf jeden Einzelnen zu achten, wenn man in einer Gruppe zum Beispiel ist und das wirklich durchzuführen und das haptisch erleben können, das will ich, diesen Rahmen biete ich immer wieder. Ich merke, wie schön das eigentlich auch für die Mitwirkenden dann ist. Und was ich sehr wichtig habe, this is the, I learned also doing my project how beautiful it is if people participate and during their participation start understanding what it's about. And doing this, by doing this, they understand it, start understanding what's about the community, what's about being individual, but participating and being part of the big group, and that we have to be careful about and respect each other. And that's all my work about. And I think this is just like a symbol to make the first red line and then it's yours. I mean, I'm part of it too. Ich habe einen Traum, ist ja auch vorgekommen, dass die Gesellschaft quasi sich öffnen muss, jetzt nicht wortwörtlich, aber dass dieses Netz, das gemeinsam gesponnen wird, verstehe ich jetzt auch in deinem Sinne als Gesellschaft, wo jeder partizipieren kann und jede. Und in diesem Text klingt auch an, dass es um eine Gesellschaft aus starken Individuen geht, die sich entscheiden können, das zu tun, was sie tun, nicht gezwungen sind durch materielle oder
fotografische Außenkonditionen, sich so oder so zu verhalten. Und in einem Gespräch neulich hast du auch gesagt, dass es dir sehr stark darum geht, Individuen so zu stärken, dass sie selbstbewusst genug sind, jetzt in diesem Fall teilzunehmen an dem Kunstwerk, an dem Schaffen des Kunstwerks. Und andere aus dieser Haltung heraus, anderen gegenüber mit Respekt gegenübertreten. Also das in der Regenbogenparade zum Beispiel, diese Geschichte mit den bunten Bändern. Oder sagst auch, du weißt nicht, wie das nachher ausschaut. Das ist ja auch eine ganz andere Position als in der klassischen Kunst, die das Kunstwerk genau. Das habe ich eben, das ist ein Wagnis und ich bin auch Künstlerhaus sehr dankbar, dass es mir das erlaubt, dieses zu tun, weil natürlich, ich kann vorher nicht sagen, was da rauskommt, wenn eine Gruppe da an einer Sache arbeitet oder eine Einzelperson mit mir an dem arbeiten. Und ich habe mich dieser Herausforderung schon ein paar Mal gestellt, wie vielleicht du schon erwähnt hast, bei der Regenbogenparade. Ich habe da das in den Rahmen gesetzt, dass die Leute, die Bänder, die auch rauskamen, aber mit Regenbogenfarben, dass wir gemeinsam, das war für den Frauenwagen, dass wir Frauen uns gemeinsam sichtbar machen und uns vernetzen und verbinden und damit stärken. Übrigens, ihr könnt hinten, also die Petra Paul, die mich das ganze Projekt lang und schon davor begleitet und jetzt auch hier ist. Danke, Petra. Applaus für die Petra, bitte, weil wir sind schon stundenlang gesessen. Und wir haben die Videos ausgesucht und die Videos zusammengeschnitten. Es dauert immer noch 38 Minuten lang. Und es sind 18 Projekte von mir ab 2012, wo ich zum ersten Mal ein Flashmob organisiert habe. Davor fängt es noch an, mit Langfilmzeige. Gut, das war meine Reaktion auf Schimmer, ein Jahr danach. Habe ich im Museumsquartier meine Haare abgeschoren und als Performance ertanzt quasi. Und da fängt es an, genau. Und dann geht es weiter über diese Flashmob-Geschichte, die ich in der UNO-Siege gemacht habe. Und also ist jetzt herzlich eingeladen, wir sind eh gekürzt, aber trotzdem noch eine ganze Menge, aber ihr könnt euch gerne reinsetzen und anschauen. Dann erfahrt ihr mehr über meine Arbeit. Die Regenbogenparade, die beiden sind jetzt auch dabei. Das Beste war erst letzte Woche. Das war überhaupt das Verblüffendste, weil bei dem Regen, bei dem Schirm, was ich gehalten habe und dem Netz, das wir gesponnen haben, da war die Vorgabe ziemlich klar und die Leute haben schnell kapiert. Bei der anderen habe ich das ziemlich offen gelassen. Ich habe hinten an einem Reifen, ich kann gar nicht zählen, wie man das gekonnt hat, habe ich einfach diese Bänder draufgeknüpft und bin losmarschiert. Nur vier Leute hatten auch Reifen, die miteinander verbunden waren und die Bänder waren frei, die haben eine Schleppe hinter mir gezogen quasi. Und das Interessante war, so schon nach ein paar Minuten habe ich gemerkt, aha, da tut sich hinten was. Und da hat jemand das übernommen, zu Kraft zu halten, also mehrere Bänder auf einmal. Und es wurden immer mehr Leute, und zum Schluss, es war ein Chaos. Es war total, die waren durcheinander, weil die waren ziemlich lang, 10 Meter waren die lang. Und zum Schluss waren wirklich jedes Bändchen an einer Person. Und sie haben gewechselt. Das heißt, meine Parade ist lang, das ist 4 Stunden lang. Ja, und das Interessante war, dass wirklich dann zum Schluss, immer wenn ich mich umgedreht habe, weil ich gezogen hat oder so, dann habe ich andere Gesichter angegrinst. Also ein paar waren die Leute, aber die meisten haben gewechselt. Und das war sehr witzig. Ja, weil ich das gar nicht gewusst. Und das war auch nicht einmal von mir wirklich geplant. Das war nur ein Angebot quasi. Ja. Und ich habe es niemandem gesagt und ich habe es trotzdem gemacht. Das war echt cool. Das heißt aber, du hast eine sehr große Freiheit in deiner Auffassung von Kunstwerken und eigentlich das Prozess überall beschreiben können, vielleicht. Jetzt, was mich hier interessiert, wir haben jetzt quasi erst die erste Note von diesem Fadenkunstwerk und mich persönlich würde es interessieren, jetzt noch zu erwarten, wie Slow Motion im Schmierespannen korrespondiert. Aber die andere Frage, die ich stellen wollte, jetzt, hast du eine Idee, wie das am Schluss ausschauen soll? Also so quasi ein Idealfall oder ist das völlig offen und was passiert danach?
Es ist ziemlich offen. Ich würde sagen, ich habe natürlich, man stelle mir manchmal so was vor, und denke so, das könnte so und so, aber das kann ich ja nicht beeinflussen. Also, kann ich es nicht sagen. Und diese Herausforderung würde ich mich wirklich gerne stellen. Ich bin auch gespannt. Mir ist auch sehr wichtig, je mehr Freiheit gegeben ist, umso eigenkreativer wird der Mensch. Und durch die Eigenkreativität stärkt sich auch das Individuum und, was ich auch gemerkt habe, auch die Bildung. Und ich merke das bei ganz kleinen Kindern schon, wenn man ihnen mit autoritärer, man kann fast sagen Gewalt, versucht, etwas aufzudrängen, dann wehrt sich das Wesen. Oder es wird beschnitten und eingeengt. Und so wie ich das jetzt in der Bildung oft erlebe, wie die Kinder einfach nur Sachen nachzeigen, nachziehen, nachmalen, ganz brav, wo die ganze Kreativität im Keim erstickt wird, da tun wir dem sehr Wesen schon einmal ein Leid. Und ich hätte Lust, das mal mehr offen zu lassen und nicht bei kleinen Kindern anzufangen, diese Kreativität viel mehr Raum zu geben, viel mehr Zeit zu geben und viel mehr zulassen zu können. Und das zuzulassen, das braucht Mut, das braucht Stärke. Und das habe ich mir selber lernen müssen, jahrelang. Auch das, dass ich solche Sachen einfach machen kann, was man vorher nicht ausprobieren kann. Auf die Gefahr, dass es in die Hose geht. Aber ich habe gemerkt, es geht nicht in die Hose, weil so wie es kommt, kommt es. So wie es kommt, ist es schön. Wenn man das so von vornherein einmal an sich mal auch tragen kann, kann ich auch, ich kann oft Performances machen, wo ich fast ganz wenige Parameter vorgebe, mehr nicht. Und es bildet sich was. Und wenn ich unsicher bin, dann muss ich viel mehr Reglements vorher schon vorgeben, muss eine Struktur vorgeben, damit die Leute damit auch machen können, weil ich es nicht anders kann. Und jetzt diesmal ist es wirklich nur eine. Nein, stimmt nicht. Wir haben ein paar Alternativen schon. Es gibt ein paar Möglichkeiten. Wir haben auch eine Schere oder mehrere. Also wir können sie auch schneiden. Wenn es zu lang ist, ist es zu schwierig. Aber wenn es zu lang ist. Ne? Also eine Rolle hat 300 Meter. Wir haben insgesamt 16.000 Meter und wir haben 3 Wochen Zeit. Und ich bin an den Tagen mal fix vorgegeben, dreimal die Woche von 3 bis 6. Aber auch wenn ich nicht da bin, können Sie gerne weitermachen. Und dann gibt es natürlich auch diese Veranstaltungen, die ganz wichtig sind. Und so soll ich das mal. Ja. Aber willst du auch noch was sagen, was danach passiert mit der Skulptur? Ja, natürlich. Weil das ist ja eben die Sache auch. Im Zuge dessen, dass ich in den ganzen letzten Jahren immer mit Themen aufgegriffen habe, die mir ein Anliegen waren, sozialkritische, umweltkritische, also umweltbewusste Themen, habe ich dann auch immer mehr in dem Kontext Performances gemacht oder Sachen organisiert und kuratiert auch. Belegen für alle Kongress zum Beispiel habe ich kuratiert. Und den One Billion Rising mache ich jetzt schon das 6. Jahr. Also habe ich gemacht, deswegen schon in der Vorbereitung für das nächste. Und deswegen habe ich das den aktivistischen Initiativen gewidmet, weil ich diesen Brückenschlag zwischen Kunst und Aktivismus in den letzten Jahren verstärkt mache, betreibe, versuche, auch initiiere und merke, es ist noch Bedarf, es ist noch immer Bedarf auf beiden Seiten. Und es fehlt immer noch. Und das ist schade. Und das würde ich gerne verstärken. Und deswegen, ja. Ja, aber du hast mir auch erzählt, dass du dann sehen wirst, wo am meisten quasi passiert ist von der Netzstruktur her. Genau. Da komme ich hin. Ja. Ich habe auch angegeben zuerst, dass der Felder beschrieben sein werden, was ich heute nicht gemacht habe. Das will ich gerne mit euch jetzt machen, weil ich das, der Raum war so schön und ich
das war so jungfräulich. Ich kann da irgendwie nichts reinschreiben. Was schreibe ich als erstes rein? Und dann geht es um diese aktivistischen Themen. Und dann zum Schluss, wenn diese ganzen Netze so nach drei Wochen fertig ist, mehr oder minder, haben wir gesagt, so, Schluss, die Finissage ist ja am 12. Die Ausstellung geht noch weiter bis zum 14. Und das Künstlerhaus noch bis dahin offen hat. Aber wir werden da das Netz schon versteigert haben. Hoffentlich. Weil mein Gedanke war, dass wir unterhalb Felder beschreiben mit Themen. Und die Menschen können natürlich intuitiv arbeiten. Aber sie können auch genau dort punktuell mehr applizieren oder mehr Knoten setzen, das verstärkt machen, wo sie sagen, das ist mir ein Anliegen. Und ganz am Schluss, wenn wir das dokumentieren und schauen, okay, wenn wir das dann versteigern, kommt das dieser Initiative zugute, die für diese Sache sich einsetzt. Also wenn das ein Umweltthema ist, dann kommen wir zum Beispiel System Change, denen ich sehr viel gearbeitet habe in den letzten Jahren. Das sind ganz junge Aktivistinnen, die sich jetzt beim Climate March habe ich sie kennengelernt und die jetzt auch in der dritten Piste sich sehr eingesetzt haben. Oder in Graz gibt es auch ein System Change, diese Kraftwerk, und die aktuell an Themen arbeiten und auch in den Gelände und so weiter sich beteiligen. Ja. Das heißt, es ist eine Komposition aus intuitiven der Fehlen oder Bewegung und auch das rationale Element dabei sein, das ja auch in deinem Text vorgekommen ist, also Liebe und Vernunft und Herrschung. Das ist ein ganz schönes Bild, finde ich, das du dann auch beschreibst, dass du das Prozedere dargestellt hast. Da fällt mir jetzt doch nochmal ein, ich habe nämlich zuerst auch an die Ariadne gedacht und mir gedacht, das passt eigentlich nicht, aber vielleicht ist es doch. Also vielleicht bist du so eine Ariadne, auch in diesem Fall diese Fragen ausgegeben. Quasi in diesem Labyrinth sich ein bisschen besser zurechtzufinden, im Labyrinth, das beschrieben wird, als heutige verrückte Welt, wo Dinge passieren, die man eigentlich nicht kritisch halten würde. Schön. Ja, das habe ich mir gedacht, aber es ist schön, ja. Ich arbeite wahnsinnig gern mit einfachen Mitteln und mit einfachen Wörtern und Parametern, wo ich dann wo jedem die Freiheit auch gegeben ist, auch da selbst Assoziationen zu haben. Und deswegen ist mein, der rote Faden oder der Lebensfaden oder eben der Red Line oder eben auch der Rot, es gibt so viele Möglichkeiten, das ist also